Liebe Frauen, wir feiern heute 100 Jahre Frauentag. In den letzten 100 Jahren wurden zwar viele Forderungen umgesetzt. Viele Forderungen sind heute nach wie vor aktuell. Nach wie vor haben Frauen nicht die gleichen Chancen in Bildung und Ausbildung. Nach wie vor sind Frauen in bestimmten Berufen kaum vertreten. Nach wie vor verdienen Frauen für gleichwertige Arbeit nicht den gleichen Lohn. Und was ist die aktuelle Antwort der Politik? Eine Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes. Eine Novelle, die Firmen ab 150 Arbeitnehmerinnen verpflichtet, die Durchschnittsgehälter von Frauen und Männern intern offenzulegen. Natürlich ist es ein Fortschritt, wenn Diskriminierungen von Gehältern aufgezeigt werden können. Allerdings gibt es keine Sanktionsmöglichkeiten und keine Strafen. Im Gegensatz dazu gibt es sehr wohl Strafen, wenn Arbeitnehmerinnen die Durchschnittsgehälter veröffentlichen. 360 Euro kostet das. Ursprünglich war sogar eine Strafe von 1500 Euro geplant. Das wäre mehr als ein durchschnittliches Monatsgehalt von Frauen. Interessanterweise wird das Thema Strafen von mehreren bei Unternehmen und Beschäftigten unterschiedlich gesehen. Sanktionen gegen Unternehmen werden von der Wirtschaftskammer abgelehnt. Sanktionen gegen Arbeitnehmerinnen sind jedoch kein Problem. Sie sind sogar nötig. Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Anna-Marie Hochhauser hat zum Beispiel die niedrigen Strafrahmen für das Bekanntgeben der Gehälter kritisiert. Die Begründung, sie möchte Neiddebatten hintanhalten. Aber ich frage euch, ist es Neid, wenn Frauen gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen wollen? Nach wie vor verlaufen Bildungs- und Ausbildungswege unterschiedlich. Die Ausbildung von Frauen konzentriert sich in einigen wenigen typischen Lehrberufen. Frauenarbeit konzentriert sich weitgehend auf den Dienstleistungssektor. Das sind Arbeitsfelder, die zudem deutlich geringer entlohnt werden als technische oder produktionsorientierte Bereiche. Ist es Neid, wenn Frauen gleiche Bezahlung und gleiche Ausbildungschancen haben? Frauen verdienen im Schnitt um 25% weniger. Österreich ist damit in der EU eines der Schlusslichter. Es existieren noch immer Kollektivvertragslöhne, die unter 1000 Euro brutto liegen, wie zum Beispiel die der Handelsangestellten. Frauen sind auch seltener in Führungspositionen vertreten. Im Angestelltenbereich sind es zum Beispiel nur 11%. Ist es Neid, wenn Frauen nicht prekär beschäftigt sein wollen? Beinahe die Hälfte der Beschäftigungsverhältnisse von Frauen sind atypisch. Damit sind diese Frauen auch arbeits- und sozialrechtlich nicht ausreichend abgesichert. Atypische Beschäftigung ist weiters mit Arbeitsplatz- und Einkommensunsicherheit verbunden und mit niedriger Bezahlung. Ist es Neid, wenn Frauen auch von ihren Pensionen gut leben können wollen? Die existierende Einkommensdifferenz setzt sich logischerweise in der Pension fort. Die Männerpensionen sind durchschnittlich um fast 50% höher. Der derzeitige mittlere Wert der Frauenpensionen liegt bei etwa 700 Euro und damit unterhalb der Armutsgrenze. Ist es Neid, wenn Frauen nicht von der Armut betroffen sein wollen? Frauen haben ein weitaus höheres Risiko, unter die Armutsgrenze zu fallen. Diese liegt derzeit bei unter 800 Euro. Über 800.000 Frauen und damit 20% der Frauen leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Es geht also nicht um Neiddebatten. Stattdessen wäre es wichtig, dass wir uns wieder verstärkt auf unsere Stärke besinnen. Die Solidarität. Daher ist es nach wie vor nötig, dass Frauen für ihre Rechte auf die Straße gehen. Wir fordern gleiche, hochwertige, kostenlose Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen und Männer. Wir fordern gleiches Einkommen und gleiche Aufstiegsmöglichkeiten. Wir fordern einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8 Euro pro Stunde für alle Arbeitnehmerinnen, der jährlich anzupassen ist. Wir fordern eine drastische Arbeitszeitverkürzung, damit mehr Lebensqualität und Zeitsouveränität möglich ist, damit eine bessere Vereinbarung von Arbeits- und Privatleben und eine gerechtere Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern möglich ist. Wir werden weiterhin auf die Straße gehen, solange bis all unsere Forderungen erfüllt sind. Danke, Renate. Okay.